Was wir heute vorhaben, ihr kennt das Spiel, wer würde eher Teil 3? Oh Mann, das ist so heiß. Ja. Wer würde betrunken seinen Ex anrufen? Wer würde eher auf der Hochzeit von der besten Freundin als Trauzeugin völlig betrunken seine Rede halten? Ja, also 3, 2, 1. Ach was? Wer würde eher und wer würde sich eher hinwegfächern? Ich glaube du. Aber auch nur, weil ich schneller betrunken werde als du. Okay, ich bin ein bisschen trinkfester als Franzl, aber im Vergleich zu meinen Freunden auch wiederum nicht. Okay, für die nächste Frage muss ich jetzt aufklären. Kennst du OnlyFans? Nee. Nö. OnlyFans ist eine Plattform, wo sich so Stars oder YouTuber oder TikToker halt anmelden können. Und eigentlich ist es so gedacht, du machst halt dann ein bisschen extra Content und kriegst dafür halt Geld. Also der Abo kostet halt. Okay. Und voll viele nutzen das halt aber so, um seine Nacktfotos da reinzustellen. Wer würde sich eher einen OnlyFans-Account machen? Ja gut, 3, 2, 1. Also, das macht für mich so gar keinen Sinn. Für mich auch nicht. Ich habe das jetzt nur dich genommen, weil du mich genommen hast. Wer würde eher, aus welchem Grund auch immer, seinen Laptop fallen lassen? Meine ist viel zu neu, da wurde den Fall. Wer schickt seinen Laptop bald in Reparatur? Ja, aber das war ja nicht meine Schuld, wenn mein Freund die Tasse da drauf war. Ach so, ich dachte, du hast die Tasse da drauf fallen lassen. Ich hab, nein, das, also, mit nein, einem ist noch, nein, 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 passiert. Ja, dann alles vor. Oh, nicht. Oma, Ficker. Wer würde für einen Marathon trainieren, wenn es um 5.000 Euro Preisgeld geht? 5.000? Scheiße, ich weiß es doch nicht. Ja, beide, oder? Als ob wir dann nicht trainieren würden. Ja doch, aber irgendwann kann ich nicht mehr. Deswegen trainierst du ja. Wer würde eher mit Haien schwimmen? Nein. Definitiv nein. Du bist doch voll der Badass. Hey, das stimmt überhaupt nicht. Ich bin voll der Angsthase. Als ob ich mit Haien schwimme. Aber im Käfig? Also, ich habe mir das echt schon mal überlegt und dachte mir, nein, das machst du nicht. Alter. Ich hatte schon Angst vor Fischen. Ja, okay, dann. Wer würde eher, bei welchem Event auch immer, die Nationalhymne in einem Stadion singen? Unabhängig davon, ob man singen kann oder nicht. Stell dir vor, du könntest nicht singen. Ach so. Aber es geht ja nicht darum, ob man singen kann oder nicht, sondern ob man die Balls hätte, sich dahin zu stellen. Ach so. Ich habe gerade die ganze Zeit gedacht, ich kann doch singen. Also das bedeutet, zusammen. Ich würde Ben halt nur so kurz vor dem Endstatus betrunken Karaoke machen. Franzl hätte eher die Balls, das zu machen, als ich. Safe. Ich habe mich schon mal beworben, in der Allianz Arena zu singen. Was? Und das sagst du mir jetzt erst? Wer würde eher schwanger werden? Jetzt generell oder jetzt? Irgendwann im Leben mal. Also ich gehe doch mal davon aus, irgendwann in ferner Zukunft. Warte, nur damit ihr mal Bescheid wisst, wir haben hier einen Ventilator stehen, den wir nicht anhaben, damit der Ton nicht verdingsbumst wird. Wir könnten ja angenehmer sitzen, aber wir tun es nicht. Wir so. Leiden für euch. Wer würde eher sich bei einem Fotoshooting mitten am Straßenrand umziehen, obwohl gerade zwischendurch mein Autos vorbeifahren? Da brauche ich nicht mal einen Countdown für. Warum ist das so scheißegal, ne? Also ich würde das jetzt nicht mitten in der Innenstadt machen, ne? Aber also selbst wenn ich es wollte, ich könnte sie ja nicht abschirmen, so klein wie ich bin. Das würde ja nichts machen. Stimmt, du gehst bis zum Bauchnabel.
so auf dich drauf, ja, okay. Und dass du dir Mühe gibst, aber bringt doch das auch nichts. Vor allem da, wo ich eh eine volle Ballose habe. Ich habe auch das Kleid wieder ein bisschen runtergezogen, damit man die BH irgendwie nicht sieht. Ja, okay. Oh nein, ein BH-Bügel. Mit den Busen. Ja, die eine Karina. Vorsicht, mein Lackschuh, dein Busen guckt. Vorsicht, dein Busen guckt raus. Ja, aber deinen Busen verstecken. Dein Busen. Aber du musst deinen Busen zuhalten. Letzte Frage. Wer würde eher bei offener Tür kacken? Alter, Tier mal. Wir können sie ja rausschneiden. Ja, ich finde sie schon lustig. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Boah, ich kann mich doch nicht mal von meiner besten Freundin Tür auflassen. Ja. Ich mach's sogar bei meinem Freund, den schicken die Waffen. So, Friends. Das war's mit der dritten. Scheiße, was für. Das war unser drittes Wer würde eher. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr uns unterstützen möchtet und ihr auch lachen musstet, dann teilt das Video doch gerne mit euren Freunden. Abonniert unseren Kanal und dann würden wir sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye. Tschu, tschu. Oh my.